Kummer, die LKW müssen ausfahren, oder? Dort kann man nicht aufmachen, da ist die Sicherung rausgeflogen. Ach so, da nicht mehr hoch. Ja. Oh, Adam, welche Auto? Die LKW hinter die Werkstatt, aber da fliegst du die Tarn nicht mehr hoch, da ist die Sicherung rausgeflogen. Wir haben einen Anfahrt war relativ kurz hier raus. Das Gebiet liegt außerhalb von Ortsteil Wiesenthal in einem angrenzenden Naturschutzgebiet. Die Lage war quasi Anfahrt auf Sicht. Es war eine extreme starke Rauchwolke, die bereits Richtung Ortsteil Wiesenthal und Richtung Wagenhöhe gezogen ist. Die Flammen waren am Anfang keine sichtbar. Es war am Anfang, wie gesagt, nur extreme Rauchentwicklung. Aufgrund dessen habe ich natürlich gleich Krach alarmieren lassen, Vollalarm für Stadt Waage komplett. Kurz darauf weitere Fahrzeuge aus den umliegenden Gemeinden, weil wir draußen in diesem Gegend eine relativ schlechte Wasserversorgung haben. Okay, was war dann das Problem? Da haben drei Müllberge gebrannt innerhalb der Lagerhalle. Was war die Gefahr oder was ist die Gefahr, dass die Halle wirklich einstürzt? Denn ihr seid auch hier vom Ausgang vorgegangen. Beschreibt es mal so euer Vorgehen. Am Anfang war nicht ganz klar, was innerhalb der Lagerhalle befand, da alles noch verschlossen war und man nur von außen eine starke Abwicklung hat gesehen. Und vor der Breite lag alles im Sozialbau und im Hallengebäude. Prima war die Aufgabe, dies mittels Regstellungen zu halten, zu schützen und im zweiten Nachgang dann eben die Lagerhalle mit Brandbekämpf darin durchzuführen. Aufgrund von der Witterung muss ich relativ viel Manpower nachziehen, da wir hier relativ starke Hitze und Wärme haben außerdem und es auch der Kreislauf schädigen ist. Okay. Beschreibt mal die Wasserversorgung mit dem Pendelverkehr. Hier müssen Fahrzeuge mit einem Minutentakt immer wieder hin und her fahren. Was für Kräfte anders da und warum ist das so? Also das ist wie gesagt am Rande eines Statistikgebietes, wo im Prinzip nur zwei Firmen ansässig sind, das Ganze hier. Es ist eine schmale Zufahrt. Wasserversorgung hier ist relativ schlecht. Es gibt zwar wohl einen Saugbrunnen, auch der ist bei dieser Witterung relativ schlecht. Das heißt, man ist mit dem Pendelverkehr auf diesem schmalen Weg jeweils in den Ort reinfahren und da dann eben die Fahrzeuge Wasser nachfüllen und wieder rausfüllen. Zusätzlich zu unseren Fahrzeugen haben wir noch einen Bauer kommen lassen, mit einem 20.000 Liter Fass zur Unterstützung, sowie mehrere große Tanklöschfahrzeuge, die uns dann richtig viel Wasser gebracht haben. Mittlerweile über 100 Kräfte hier tätig sein. Das Ganze ist ein relativ großer oder mehrere große Müllberge innerhalb der Lagerhalle, die da in Brand geraten sind. Und diese wird es in absehbarer Zeit versucht, dieses Radlager und Bagger nach außen zu bringen und dort abzulösen. Das Ganze wird sich noch mehr Rechnung für ihn sehen. Also wir befinden uns hier in Waaghäusl auf einem Gelände eines abfallverarbeitenden Betriebes. Dort sind drei Müllhaufen in einer Lagerhalle in Vollbrand geraten. Im
Brandursache können wir noch nicht sagen, weil es waren noch keine Kräfte drinnen, weil es zu gefährlich ist aktuell. Genau. Genau. Als die ersten Feuerwehrkräfte ausgerückt sind, also war die Rauchwolke schon weithin sichtbar. Die ersten Maßnahmen waren erst einmal das Bürogebäude, das vor die Lagerhalle gebaut ist, zu schützen und eben eine Riegelstellung außenrum aufzubauen, um die Lagerhalle zu schützen, praktisch, dass der Brand sich nicht ins Äußere ausbreitet. Aber Flammen haben schon rausgeschlagen aus dem Gebäude, das stimmt. Aktuell nur im Außenbereich, weil es sich um eine Halle handelt, die aus Stahl gebaut wurde. Stahl verhält sich halt beim Brand etwas merkwürdig und kann zum Einsturz führen. Genau, und deswegen ist jetzt der Fachberater TH noch zur Einsatzstelle gerufen worden, der berät die Feuerwehr, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ich habe jetzt schon mitbekommen, da wird ein Radlader aus Karlsruhe kommen und ein Kettenbagger aus Pforzheim. Genau, die Wasserversorgung ist ein großes Thema hier draußen. Dann haben wir auch noch gegenüberliegend Bahnlinie. Der Bahnverkehr wurde gesperrt jetzt für die Löschmaßnahme. Es wurde viel Wasser aus Buchsal, ist ein Abrollcontainer Wasser gekommen. Und viele Löschfahrzeuge, wie gesagt, fahren Pendelverkehr für dieses Fahrzeug. Was bedeutet ein Pendelverkehr für kleines Fahrzeug? Genau, ein Löschfahrzeug fährt zu einer Wasserentnahmestelle, füllt seinen Tank, kommt wieder zur Einsatzstelle, füllt hier ein Wasserbassin, sage ich mal, wo Wasser gesammelt wird für die Einsatzstelle und fährt dann, wird leer gemacht und fährt dann wieder zur Wasserentnahmestelle. Aktuell an der Einsatzstelle sind Feuerwehrkräfte, 15 bis 20 Fahrzeuge, Entschuldigung, 80 Einsatzkräfte, aber jetzt werde ich jetzt für die Atemschutzgeräteträger jetzt nochmal Atemschutzgeräteträger aus dem weiteren Umland nachgefordert. Dann ist vom Rettungsdienst ein NEF, ein RTW an der Einsatzstelle, die Bereitschaft aus Markhäusl. Es sind 10 Mann, die versorgen jetzt aktuell die Einsatzkräfte. Momentan mit Wasser. Essen ist jetzt auch noch angedacht zu besorgen, weil sich das zieht sich jetzt noch einige Zeit hin, bis alles aus der Lagerhalle rausgezogen und nochmal abgelöscht wurde. Ja, wir haben jetzt heute wieder um die 30 Grad, wie schon die letzten Tage auch. Klar ist, die Leute, die jetzt nicht direkt im Brandeinsatz sind, wurde befohlen, also die Einsatzjacke mal auszuziehen, also Marscherleichterung wurde befohlen und klar, die Kräfte werden von Zeit zu Zeit ausgetauscht. Da muss man jetzt halt schauen, wo man die Einsatzkräfte noch abziehen kann und an die Einsatzstelle bringt. Aber das ist Sache der integrierten Leitstelle in Karlsruhe. Die hat eben den Auftrag, nach und nach Personal an die Einsatzstelle zum Auswechsel zu bringen. Ich bin da, da kann ich nicht schlafen.
Wir sind alarmiert worden, primär zu einem Brandeinsatz in Wiesenthal. Als Ding ist es so, dass wir die Stadtbereitschaft, alle drei Ortsvereine gleichzeitig alarmiert werden. Wir sind jetzt im Gesamten mit 9 Einsatzkräften vor Ort. Davon stellen wir 2 regelbesetzte RTWs und noch 5 Einsatzkräfte, die Verpflegung und Betreuung machen. Okay. Genau, also wie gesagt, die 2 RTWs sind zur Versorgung, aktuell auch zur Betreuung von den Atemschutzgeräteträgern da. Zur Verpflegung haben wir sofort eben ausreichende Menge an Kaltgetränke zur Verfügung gestellt, plus Wassereis. Jetzt auf Anfahrt, beziehungsweise glaube ich gerade angekommen, ist die Verpflegung kalt zum ersten gescheiten Essen einfach. Also die Bereitschaft Kirlach als eine der in Waaghäusl stationierte, haben da auch den Verpflegungszug der SEG Nord stationiert und auf dem Hänger sind immer für 100 Personen warmes Einsatzessen. Das haben wir jetzt bei aktueller Temperatur mal im Hänger belassen. Aber wir sind immer eigentlich mit Kaltgetränke für 100 Personen und Essen für 100 Personen ausgestattet. Auf dem Hänger ist auch eine Kaffeemaschine, für, wenn es eben kälter wäre, zum Heißgetränke machen, Kaffee und Tee. Und in unserer Wache haben wir noch eine Großkaffeemaschine, wo wir einfach ganz schnell ausrücken können damit. Also wir streben jetzt die erste Einsatzablösung an, das heißt nach 3 Stunden Einsatzdauer, die wir jetzt schon drin sind, wird jetzt auf Ablösung alarmiert und sobald das die ankommen, lösen wir die erste Kräfte aus und die zweite Trupp kommt dann zum Einsatz. Von der Länge her, laut Feuerwehr, wird es noch in die Abendstunden gehen, dementsprechend planen wir jetzt erst einmal auch mit dem Abendessen. Also, in Hockenheim und vor 2 Tagen in Pforzheim.
Ja.